Hey, Johannes hier von newgadgets.de und das hier ist das neue Samsung Galaxy A3 Smartphone. Vom Design her erinnert es sehr an das Galaxy S6, das ist auch gewollt. Es ist eine kleinere Version, wir haben hier ein 4,7 Zoll Display mit einer HD-Auflösung. Von der Verarbeitung wirklich sehr gelungen, muss ich sagen. Wir haben hier einen Metallrahmen, vorne und hinten hier dieses Glas. Sieht schon sehr nice aus, das ist die goldene Version, das Ganze gibt es auch noch in schwarz und weiß. Auf der Rückseite haben wir auch die 13-Megapixel-Kamera mit einer Blende von 1,9 und LED-Licht. Gehen wir mal kurz um das Phone herum. Da haben wir hier erst einmal auf der linken Seite die Lautstärketasten. Kopfhöreranschluss, Micro-USB-Port, Lautsprecher. Dann hier auf der rechten Seite den Power-Button und hier den Tray für die SIM-Karte und die Micro-SD-Karte. Das Schöne ist also, ihr könnt den Speicher hier erweitern. Wir haben hier 32 GB Speicher für den Benutzer. Und mittels Micro-SD-Karte könnt ihr diesen natürlich dann erweitern. Als Prozessor kommt hier ein Quad-Core mit 1,5 GHz zum Einsatz, also auf jeden Fall genügend Leistung. Und das Phone wird eine UVP von 329 Euro haben und ist für all diejenigen geeignet, die ein schönes Samsung-Phone möchten, das aber ein bisschen kleiner ist als die aktuellen Phones, denn ja, das S6, das S6 Edge Plus beispielsweise, die sind ja alle recht groß. Mit 4,7 Zoll haben wir hier noch ein schön kleines, kompaktes Phone und vielleicht solltet ihr euch das mal auf jeden Fall anschauen. Also, vielen Dank fürs Zuschauen und falls ihr irgendwelche Fragen zu dem Gerät habt, dann stellt sie einfach unten in den Kommentaren und ich werde versuchen, sie für euch so schnell wie möglich zu beantworten. Außerdem würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn ihr diesem Video hier einen Daumen nach oben gebt und meinen Kanal abonniert, um keines meiner zukünftigen Videos zu verpassen. Also, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.